Servus, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht es um ein ganz spezielles Thema. Ich wollte reich werden mit dem Hühnereierverkauf. Ich habe grob gerechnet, 6 Hühner, jeden Tag 12 Eier mal 365 Tage im Jahr, ein Ei, einen Euro, weil es Qualitätseier sind und ich habe schon gerechnet und was kann ich mir alles kaufen. Das heißt, wir werden heute einen Futterautomat für die Hühner bauen. Ich muss jeden Tag hingehen, ihnen Futter geben. So würde ich jetzt eine Kiste bauen. Da kann ich gleich 50 Kilo Futter hinein und das Futter kommt alleine nach. Und ich brauche nur jeden Tag Eier abnehmen, Wasser geben und den Stall etwas reinigen. Und ich erspare mir das ganze Futterlagerung und so weiter und so fort. Und es kann auch nicht passieren, dass sie zu wenig haben, denn sonst müssten sie eine Diät machen. Das will ich nicht, das wollen die Hühner nicht. Auf jeden Fall werden wir jetzt hingehen, abmessen, denn der Hühnerstall hat auf einer Seite so ein kleines Vordach und ich will es unter dieses Vordach irgendwie installieren. Wilma! Jetzt schauen wir zu den Hühnern, um das auszumessen, wie groß diese Kiste sein darf. Sehr aggressiv, wenn man ihnen nichts zu essen bringt. Wo soll ich es hingeben? Hier? Ich werde es hierher machen, denn diese Türe kann ich sowieso schon abbauen. Das war eine Ursprungsidee. Also in der Breite werden wir 60 cm und in der Tiefe 60 mal 40 oder 50. Aggressive Hühner. Jetzt haben wir gemessen 60 Breite, 50 Tiefe und die Höhe können wir ruhig 80 machen. Hier die grobe Skizze, 50, 80, 60 Breite. Es wird oben ein schräges Dach, dass das Wasser abrinnt und innen der Boden wird auch schräg werden, damit das Futter, auch wenn nicht mehr viel drinnen ist, hier raus kann. Zwei Wände so, einmal Rückwand, einmal vorne Boden und Decke. Jetzt schneiden wir mal die Bretter zu. 80 cm ist die Länge und dann noch einige mit 70 für vorne. Aber so wie sich das ausgeht hier, wenn sich das mit 80 nicht genau ausgeht, werde ich natürlich ein anderes Maß wählen. Aber das könnte ich jetzt sowieso vorab schon abmessen. Am Ende muss ich immer was wegschneiden. 80, 80, 60. Passt, das bleibt der Boden über. Kann ich mir hier schön herlegen, dann bin ich gleich im rechten Winkel. 58, 60,5. So, jetzt bin ich hier genau und jetzt brauche ich nur hier ungefähr gerade, so 100% geht das nicht. Die rechte Seite sollte Ausnehmer sein. Okay, dann liegt jedes verkehrt, außer das letzte. Denn wenn die rechte Seite nicht außen ist, dann können sich diese Bretter nach außen wegdrehen. Und so bleiben sie schön. So, das ist jetzt eine Seitenwand mit 80. Vorne wird es 70 haben und 60 ist die Tiefe. Jetzt wollen wir aber unten, haben wir ja gesagt, schräg einen Boden hineinbauen. Jetzt werden wir das gleich so schräg montieren, würde ich sagen. So, die Bohrmaschine brauche ich. Brauche einen 4 mm Bohrer. Den brauchen wir. Die Bohrmaschine. Und jetzt werden wir das so zusammenschrauben. Und die Leiste, die das Ganze zusammenhält, ist quasi gleich der schräge Boden. Ich glaube, so kann das gut nach unten rutschen. Das lasse ich aus dem Grund vorschauen, weil ich es dann abschneiden kann, schön bündig mit der Stichsäge. Hier bin ich auf 0 und hier bin ich auf
15 cm. Dass so wenig Luft wie möglich ist. Also das ist jetzt der Boden und hier oben muss es auch ein Gefälle haben, denn der Regen muss ja ablaufen. Hier werden wir 10 cm machen. Hier gehe ich auf 0 wieder und hier 10. Natürlich bin ich jetzt nicht mehr 100% auf 0, sondern um 1 mm durchs Drehen. Die andere Seite muss natürlich genau spiegelverkehrt sein. Jetzt habe ich mir das nebenher gelegt, dass ja kein Fehler passieren kann. Jetzt werde ich es aber besser machen. Jetzt werde ich mir das hier anreißen. Hier habe ich 10 gehabt. Und auch wichtig, wenn hier der Boden, da hier innen liegt der auf, muss das gleich breit sein, sonst würde der Boden schief liegen. Wenn ich hier eine Leiste mit 5 cm anschraube und beim anderen so ein Restholz mit 3 cm nur, wäre der Boden innen um 3 cm schief. Weil hier unten habe ich ja gemessen. Für die Seitenwände hier habe ich mir eine Stichsäge geholt, denn hier lasse ich das zurückspringen, denn diese Wände schraube ich hier einfach stumpf hinein und wenn die dann bündig wären, wären sie mir im Weg. Diese Wand hier ist mit 70 und die ist ja hier mit 80, hier geht es ja durch. Jetzt schneide ich Bretter, die kurzen mit 70 ab und die werde ich auch gleich besäumen. So, jetzt schneide ich hier das Schräge weg, konnte ich mit der Bandsäge auch machen, aber jetzt mache ich es mit der Kreissäge. Und hier schneide ich ein paar mit 70 ab. Natürlich könnte man das Teil auch kaufen im Internet. Ich habe geschaut, da gibt es so Boxen. Erstens gefallen mir die überhaupt nicht. Und was sollte ich euch dann zeigen? Wenn ich die jetzt gekauft hätte, hätte ich sie beim Auspacken, hätte ich mich filmen können. Aber ich glaube, der hätte dir keine Freude gehabt. Jetzt habe ich das nochmal herunterformatiert, mir war das zu tief. Jetzt habe ich was weggeschnitten. Zu beachten gibt es, man kann nicht toll oder roh schneiden, sonst passen ja die Schrägen nicht. Weil man muss darauf achten, wenn man es anschneidet, dass dann hier die 12,5 sind es jetzt noch und hier auch 12,5. Also nicht irgendwie schneiden, denn wenn ich das hier abgeschnitten hätte, hätte ich ja nur mehr 9 cm und hier 12,5, dann würde das nicht zusammenpassen. Jetzt können wir mal zusammenbauen, dass es steht. Hier rutscht dann das Futter herunter. Diese Wand stelle ich so auf. Könnt ihr mich noch sehen? Das schraube ich jetzt von hinten an. Oder soll ich Ihnen eine Leiste geben? Ich glaube, es ist noch sympathischer, oder? Vielleicht zweimal, dass es hält. Und jetzt hänge ich es nur zweimal zusammen, dass dieser Kobel einmal steht. Die Schrauben hier hinten sieht man sowieso nicht. Das ist dann an den Hühnerstall dran. Hier unten bin ich auch bündig. Andere Seite dasselbe. Schneiden wir noch schnell den Boden zu. Hierzu werde ich meine neu gemachte Abreißleiste gleich probieren, ob das funktioniert. Das seht ihr in einem anderen Video. Ich kann nur sagen, das ist total sicher und angenehm zu arbeiten. Normal würden die Teile hier hinten, würden sie zu mir hinfliegen und so kann da nichts schief gehen. Schraube ich zuvor den Boden hinein, bevor ich die 2x2 Leisten gebe. Hier werde ich irgendeine Platte dann hineinlegen, dass es quasi besser rutschen kann, das Getreide.
Denn wenn ich vor die 2x2 Leisten hineingegeben hätte, dann hätte ich das irgendwie schon leicht schief verschraubt. Und so ist es jetzt schön im Winkel. Genug, dass es mehr vorschaut. Dann hier kommt dann eine Nase her und das Futter bleibt hier drinnen liegen. Dann werde ich das gleich aus Nase nehmen. Jetzt hole ich mir eine 2x2 Leiste in Lerche, schneide ich einmal hier ab und einmal hier. Schraube ich das noch hinein, dass der ganze Kobel hier ordentlich verstärkt ist. Es muss ein ordentlicher Wind gehen. Vielleicht brauche ich unten gar keine Folie hineinlegen. Sie wird so auch rutschen. Und wenn es nicht, wenn drei Körner hängen bleiben, das putze ich ja, wenn ich was Neues hineingebe, sowieso dann runter. Hier ist immer gut, wenn man etwas schräg bohrt, dann kann man seitlich hier besser mit der Maschine ansetzen. Jetzt kommen diese Teile hierher. Ich habe mir schon eines angezeichnet, ja. Es kommt hierher. Die Schräge schneide ich mit der Kappsäge. Ich meine, so genau ist das jetzt nicht, aber das passt. Hier kann das Futter durch und innen werde ich ein Gitter geben, dass die Mäuse nicht hinein können. Stelle ich mir her, dann sehe ich gleich, wie viel noch fehlt. Zack, dieses Teil noch und dann fehlt noch ein Stück. Rechte Seite schaut nach außen. Wenn man ein Muster nimmt zum Armenreißen, immer dasselbe nehmen. Wenn man hier bei einem oder einem Millimeter kürzer wird und überträgt das aufs nächste, wieder kürzer, wird man immer kürzer. So ist das Musterstück immer dasselbe. So, jetzt schraube ich hier diese Leisten an. Die Platte vorne habe ich auch schon zusammengeschraubt. Also schräg geschnitten und zusammengeschraubt. Und jetzt kommt das hier an. Wenn ich jetzt so vorbohren würde, so schräg, kann ich mit der Maschine nicht ordentlich hin. Wenn ich aber jetzt so schräg hineinbohre, kann ich ganz leicht schrauben. Und ein bisschen schräg hinauf, weil ich ja von oben schrauben muss. Ach, dann kann ich mir die Schrauben gleich vordrehen. Jetzt kann ich gut dazu. Jetzt lege ich mir hier sein Backel her. Achso, jetzt geht sich das nicht aus. Habe ich zu viel stehen lassen. 4,5, 5, 4,5, okay. Also ich schneide es überall auf 5 weg. Hier würde es gehen. Aber ihr könnt euch sicher sein, das passiert mir beim nächsten Mal wieder. Fange ich es hier mal an. Ah, sollte ich. Ah, das kann ich so auch noch ein Gitter unten hinein. Das kann ich so eh dazu. So. Jetzt kann ich mir das umlegen. Ich habe mir jetzt nur Gedanken gemacht, ob ich das Gitter unten hinein kann, aber ich kann ja so eigentlich schön dazu jetzt.